Ich predige heute mal mit Handmikro, kein Problem. Ich habe gerade gesagt, dass ich ja eigentlich nicht so der Typ bin für Bühnenbilder und Veranschaulichungen in Predigten und so. Ich mag es gern irgendwie, ja, gut visuell, irgendwelche schönen Grafiken und PowerPoint-Folien. Aber heute habe ich tatsächlich euch mal etwas mitgebracht. Ja, ich habe hier so zwei schöne Büsche, die mir Andi aus dem Gemeindegarten mitgenommen hat. Und ich habe passend zum Predigtthema mir heute eine passende Frisur gemacht. Und damit meine ich nicht, dass ich schon vor Jahren von meiner dichten Lockenpracht loslassen musste, sondern, ja, das könnt ihr euch selbst überlegen. Ich dachte, um euch zu motivieren, auch gut zuzuhören und die ganze Zeit aufmerksam zu sein, stelle ich euch ein Rätsel. Was hat meine Glatze mit dem Predigtthema zu tun? Wir befinden uns ja gerade in der Jona-Geschichte. Und Jona ist mein Zweitlieblingsprophet, weil die Geschichte verdeutlicht, wie groß Gott ist. Wir haben den unmotiviertesten Prediger der ganzen Bibel, der die kürzeste Predigt der ganzen Bibel hält, und am Ende haben wir die größte Erweckung der ganzen Bibel. Ja, er stellt sich hin nach Ninive und sagt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen, und zack, 120.000 Menschen bekehren sich. Das sind 17.000 Menschen pro Wort. Das wären, wenn ich so ein effektiver Prediger wäre wie Jona, dann hätten sich bis zu diesem Zeitpunkt meiner Predigt bereits 4 Millionen Menschen bekehrt. Deswegen finde ich Jona cool. Weil Gott selbst so einen, ja, so eine Lusche wie Jona gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Und deswegen kann er auch jemanden wie mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Aber im Buch Jona geht es nicht um den großen Gott, der eine ganze Stadt retten kann. Es geht um den großen Gott, der sich für das einzelne Herz interessiert und das einzelne Herz retten möchte. Und zwar das von Jona. Und deswegen endet das Buch Jona auch nicht mit Kapitel 3, ja, wo die Stadt zur Buße umkehrt, sondern es endet nach Kapitel 4. Und da möchte ich in den Text eintauchen und euch die ersten 9 Verse vorlesen. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und er ließ sich dort östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Diese 9 Verse beschreiben Jonas emotionale Achterbahn. Ja, erst ist er zornig, dann freut er sich mit großer Freude und am Ende ist er wieder zornig. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum Jona zornig ist? Er ist nicht zornig, weil Gott eine ganze Stadt errettet. Und er ist auch nicht zornig, weil so ein Busch eingeht.
Ja, das waren die Auslöser für seinen Zorn, aber nicht der Grund. Der Grund, warum Jona zornig auf Gott wird, ist, dass Jona davon überzeugt ist, bestimmte Rechte zu haben, die Gott ihn einschränkt. Jona meint, dass ihm gewisse Dinge zustehen und Gottes Plan mit der Welt durchkreuzt seine Pläne. Jona fühlt sich seiner eingebildeten Rechte beraubt und deswegen wird Jona zornig. Was für Rechte meint Jona zu haben? Erstens, das Recht auf Richten. Jona möchte selbst beurteilen, wer gerettet wird und wer nicht. Zweitens, das Recht auf Zorn. Jona möchte gegen Gott zornig sein. Drittens, das Recht auf Besitz. Ja, Jona ist davon überzeugt, dass er ein Recht hat auf diesen Rizinus. Beziehungsweise allgemeiner formuliert, Jona meint, er hätte ein Recht auf den Segen Gottes. Und als letztes meint Jona das Recht auf Selbstverwirklichung zu haben. Jona möchte selbst entscheiden, wie und in diesem Fall auch, wie lange er lebt. Und diese vier Rechte wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Und weil es so eindrücklich ist, fangen wir mal mit dem Recht auf Besitz an. Gott schenkt Jona einen Rizinusstrauß. Warum? Weil Gott Jona liebt. Jona ist missmutig über Gottes Handeln und ist deswegen sauer und richtig zornig. Und Gott segnet ihn, um ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona setzt sich unter diesen schönen Rizinusstrauß und genießt den Schatten, ja, die Kühle des Tages. Und vielleicht hatte er so wie ich was zu trinken. Und nach seiner bestimmt unglaublich anstrengenden Predigt, die er gehalten hat, ruht er sich erstmal aus. Und tatsächlich, Gottes Geschenk an ihn fruchtet, denn Jona wird wieder fröhlich. Ja, erst war er zornig und jetzt genießt er in vollen Zügen diesen Segen und wird fröhlich. Doch Jona hat ein Problem. Er nimmt dieses schöne Leben, ja, was er unter diesem Rizinusstrauß hat, für selbstverständlich. Er meint, er hätte ein Recht darauf. Und deswegen, ja, am nächsten Tag, als der Rizinus vielleicht eher so hier aussieht, wird Jona zornig, weil Gott ihm sein Recht auf seinen schönen Rizinusstrauch genommen hat. Und klar, wir können uns von außen jetzt hinstellen und sagen, oh Jona, du bist so dumm, ganz ehrlich, du hast doch nichts für diesen Strauch getan, ja? Du hast doch gar kein Recht, auf Gott zornig zu sein, nur weil er ihn wieder eingehen lassen hat, weil er so einen Wurm geschickt hat, der ihn gebissen hat. Was regst du dich denn jetzt so drüber auf? Du hast doch gar kein Recht da drauf, auf diesen Strauch. Aber für uns ist das wahrscheinlich deswegen so leicht zu sagen, Jona, warum regst du dich so drüber auf? Weil Gott uns noch nie einen Rizinus wachsen hat lassen, den er am nächsten Tag wieder genommen hat. Aber wie geht es uns, wenn wir an unseren Besitz denken? Wie würden wir reagieren, wenn Gott von den einen Tag auf den anderen vielleicht unsere 3 Meter hohe, 40 Meter lange Koniferenhecke wegnimmt? Oder unser Haus oder unser Auto? Wie würden wir reagieren, wenn plötzlich, ja, wir weniger Einkommen zur Verfügung haben? Vielleicht verlieren wir den Job, vielleicht bleiben Kunden weg, ja, vielleicht kriegen wir keine neuen Aufträge rein. Wie würden wir reagieren, wenn Gott plötzlich sagt, dass er mehr von unserem Einkommen haben möchte? Würden wir zornig werden wie Jona und sagen, Gott, wie konntest du das zulassen? Das war doch meine Hecke, die da verbrannt ist. Das war mein Handy, was ins Wasser gefallen ist. Gott, wie konntest du zulassen, dass mein Portemonnaie gestohlen wird? Da waren alle meine wichtigen Dokumente drin. Oder würdest du wie Hiob ganz gelassen reagieren? Der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben.
andersrum, der Name des Herrn sei gepriesen. Wenn wir auf Verlust mit Zorn reagieren, dann zeigt uns das, dass wir meinen, ein Recht auf Besitz zu haben. Und kein Mensch und auch nicht Gott hat das Recht, uns unseren Besitz streitig zu machen. Aber woher nehmen wir unser Recht auf Besitz? Wie kam Jona da drauf, ja, Recht auf einen Busch zu haben? Woher nehmen wir unser Recht auf irgendeinen Segen, den Gott schenkt? Ist nicht jeder Segen ein Geschenk Gottes? Ja, unser Segen mit Besitz, mit Gaben, mit Geld, mit einem guten Job, Familie, Gesundheit, das sind alles Segen. Und oft meinen wir, ein Recht darauf zu haben. Der Punkt an der Sache ist, wir sind Christen. Und über dem Leben eines jeden Christen steht folgender Satz. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, nicht mehr lebe ich, das heißt, ich bin genauso tot wie dieser Ast. Und genauso wie dieser Ast keine Rechte auf irgendetwas hat, habe ich auch keine Rechte auf irgendwas, denn ich bin tot und Tote haben keine Rechte. Wenn wir tot sind und wenn Christus in uns lebt und Christus unser ganzes Leben gehört, wer sind dann wir zu behaupten, wir hätten irgendein Recht auf das, was Christus uns gibt oder mit uns machen möchte? Ja, es ist Jesu Besitz und er hat das Recht, unseren Besitz zu mehren oder uns unseren Besitz wegzunehmen. Und solange wir den Segen haben dürfen und sollen wir ihn genießen, so wie Jona unter dem Busch. Aber wir haben nicht das Recht, zornig zu sein, wenn Gott sich entscheidet, unseren Segen, unseren Besitz wegzunehmen. Vielleicht denkst du ja auch, ja gut, irgendwie Gesundheit und so, da habe ich kein Recht drauf, aber auf meinen Besitz, dafür habe ich doch gearbeitet. Ich gehe doch jeden Tag hart schuften, natürlich habe ich ein Recht auf das Geld, was ich verdiene. Und ich habe auch ein Recht auf diesen Sommerurlaub, den ich mir verdient habe. Und deswegen rege ich mich jetzt darüber auf, dass wegen Corona mein Flug annulliert wurde, so wie es mir gestern passiert ist. Aber haben wir wirklich ein Recht auf das, was wir uns erarbeiten? Oder kommt nicht vielmehr die Fähigkeit, dass wir uns etwas erarbeiten können, auch von Gott? Hätte Gott nicht zulassen können, dass wir irgendwie schwerstbehindert zur Welt kommen und nie in der Lage sein werden, auch nur irgendwas zu tun? Ist es nicht vielmehr ein Vorrecht, dass wir gesund sind und arbeiten dürfen und Geld verdienen dürfen und das, was wir erwirtschaften, auch zu genießen? Wenn alles, was wir besitzen, wir Gott verdanken, sowohl das, was wir uns verdient erarbeitet haben, als auch den ganzen unverdienten Segen, dann hat er doch auch alles Recht, mit dem zu tun, was er möchte. Und was für materielle Segen gilt, gilt natürlich auch für immaterielle Segen. Es gibt so viele Leute, sie meinen, sie hätten ein Recht auf Gesundheit. Und dann kommt eine große, ja, schlimme Diagnose und sie hadern mit Gott. Haben wir wirklich ein Recht auf Gesundheit? Wirklich? Woher? Haben wir ein Recht auf einen Partner oder auf eine Familie? Ja, natürlich ist es ein großer Segen, Freunde und Familie zu haben. Es ist ein großes Vorrecht, dass ich mit einer tollen Frau verheiratet bin und zwei gesunde Kinder habe. Aber habe ich darauf ein Recht? Ist es nicht vielmehr so, dass wenn Gott entscheiden sollte, ja, seine Tochter Jess zu sich zu holen, dass ich darauf gar kein Anrecht hätte, zornig zu sein auf Gott, wenn er mit seinem Eigentum macht, was er möchte? Wir sind tot. Tote haben keine Rechte. Apropos Tod. Zweites Recht, was Jona zu haben meint, ist das Recht auf Selbstverwirklichung. Jona möchte nämlich sterben. Zweimal. Ja, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Jona ist davon überzeugt,
wie der Großteil unserer Gesellschaft übrigens auch. Dass er ein Recht darauf hat, sein Leben so zu leben, wie er es für richtig hält. Ja, Jona möchte anfangs nicht nach Ninive gehen, sondern fährt nach Tarsis. Und jetzt, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte, setzt sich Jona unter diesen Strauch und sagt, ich möchte sterben. Und er setzt sich hin und wartet, bis er stirbt. Aber hat Jona wirklich ein Recht darauf, sein Leben selbst zu bestimmen? Ist das nicht die große Lüge unserer Gesellschaft, dass sie sagt, ja, verwirkliche dich selbst und dann wirst du glücklich werden? Das Problem an Selbstverwirklichung ist, dass der Gedanke zutiefst antichristlich ist. Denn Gott hat uns nicht geschaffen, um uns zu verwirklichen, sondern um Christus auf dieser Erde und in unserem Herzen zu verwirklichen. Wer sich selbst verwirklichen will, sagt nämlich, ich bin der Meister und Jesus ist der Sklave, der mich dabei segnen darf. Wer sich selbst verwirklichen will, sagt nicht, Herr, dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe und Jesus, bitte segne du mich dabei. Wir haben kein Recht auf Selbstverwirklichung, aber wir haben ein Vorrecht, an der Christusverwirklichung teilzuhaben. Woran können wir uns selbst prüfen, ob wir der Meinung sind, ein Recht auf Selbstverwirklichung zu haben? Folgendes Beispiel. Ihr habt einen Plan gemacht, ja, irgendeinen Termin, keine Ahnung, Freitag 17 Uhr. Vielleicht ist es sogar irgendein cooler Gemeindetermin, weil ihr euch einbringen wollt. Aber irgendwas kommt dazwischen. Ihr steht im Stau, ja, oder die Bahn fällt aus, passiert mir oft. Wie reagieren wir? Werden wir zornig und sagen, Gott, ich wollte doch was in der Gemeinde machen, wie konntest du es zulassen, dass jetzt meine Bahn ausfällt? Oder bleiben wir gelassen? Der Punkt ist, ja, wenn wir Pläne machen und unsere Zeit einteilen und irgendwas kommt dazwischen und wir reagieren dann zornig, dann sagen wir doch im Prinzip, ich habe ein Recht darauf, mein Leben so zu gestalten, wie ich will und niemand, auch nicht Gott, darf mir da reingrätschen. Ja? Gott darf nicht zulassen, dass irgendwas, ein Stau, eine ausgefallene S-Bahn oder sowas auch immer, dazwischen kommt, dass ich meine Pläne umsetze. Aber wir haben kein Recht auf unsere Zeit, weil jede Sekunde unseres Lebens ein Geschenk Gottes ist. Und wir haben auch kein Recht auf unser Leben, weil es Christus für uns am Kreuz mit seinem Blut bezahlt hat. Und deswegen sollen wir uns auch nicht einbilden, wir hätten ein Recht auf Selbstverwirklichung. Weil wenn wir das tun, ja, dann geht es uns am Ende so wie Jona. Dann sitzen wir unter einem toten Busch und sind zornig gegen Gott. Drittens. Jona meint, er hätte ein Recht darauf, andere zu richten. Jona meint, er hat ein Recht darauf, selbst zu entscheiden, wer gerettet wird und wer nicht. Und wenn Gott ihn zwingt, Menschen zu retten, die er gar nicht retten möchte, dann darf er zornig sein auf Gott, weil Gott ihm ja sein Recht genommen hat. Wir sind zum Glück ganz anders. Ja? Wir sind Christen des Neuen Testamentes, der neue Bund steht über unserem Leben und wir jubeln und jauchzen, wenn Gott Menschen errettet. Ja, je mehr Vergebung, desto besser. Und wenn es nach uns gehen würde, dürfte Gott 1000 Städte wie Ninive erretten. Das Schöne ist an Ninive. Ja, Ninive ist ganz weit weg. Und wenn Vergebung ganz weit woanders geschieht, ja, das ist super. Aber je näher Vergebung an unser eigenes Herz kommt, desto eher bestehen wir doch auch auf unser Recht zu richten. Ja, weil wenn Vergebung irgendwo, weiß nicht, in Afrika passiert und da gibt es Erweckung und Gott vergibt ganz vielen Leuten, dann jubeln wir. Aber wenn es plötzlich heißt, dass Vergebung in unserem Leben geschehen muss, dass wir anderen Menschen vergeben müssen, dann sind wir plötzlich oft nicht mehr so ein großer Fan von Vergebung. Denn wir beharren auf unser Recht zu richten. Denn wenn wir nicht vergeben, sagen wir,
Irgendjemand hat sich an mir versündigt und ich habe das Recht zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Ob ich ihm vergebe oder ob ich ihm nicht vergebe. Ja? Ob ich ihn bestrafe mit Ablehnung, vielleicht indem ich über ihn lästere, mit, dass ich sauer auf ihn bin und so weiter. Das Problem an der Sache ist, wir haben nicht das Recht, andere Menschen zu richten. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir am jüngsten Gericht Engel und Dämonen richten werden, aber keine einzelnen Menschen? Weil wir nicht das Recht dazu haben. Ja? Es ist Gottes Recht zu richten. Und wenn wir sagen, wir hätten ein Recht auf Richten und deswegen vergeben wir nicht, deswegen ja, sind wir eingeschnappt und sauer und reden nicht mehr mit dem anderen, dann bestehlen wir Gott. Weil wir nehmen das Recht, was eigentlich nur Gott zusteht, und machen es zu unserem eigenen. Als letztes beharrt Jona auf sein Recht auf Zorn. Er ist zornig gegen Gott und er meint, er hat ein Recht auf seine negativen Emotionen. Und wisst ihr was? Mir geht es oft sehr ähnlich. Ich bin nicht so der Zorntyp, ja, dieses extrovertierte Ausrasten, das ist nichts für mich. Aber ganz oft, ja, sitze ich unter meinem verdorrten seelischen Rizinusstrauch und grolle, ja, so richtig in mich hinein und bin sauer. Nicht so häufig gegen Gott, eher gegen andere Menschen, allen voran meine geliebte Ehefrau. Denn wenn immer sie etwas macht oder sagt, ja, was meinen Groll heraufbeschwört, dann fällt es mir nicht so schwer zu vergeben. Ich weiß, ja, Vergebung ist eine Entscheidung und dann vergebe ich ihr in meinem Herzen. Aber in mir drin ist trotzdem noch diese Verletztheit, dieser Groll. Und dann kommt Jesus und sagt zu mir, Philipp, gib mir auch deinen Groll. Ich bin nicht nur für die Sünden deiner Frau gestorben, sondern ich bin auch für deinen Groll gestorben. Und ich klammer mich ja an meinen verdorrten Rizinusstrauch und sage, nein Gott, Jess hat mich verletzt. Ich habe jetzt ein Recht, verletzt zu sein. Und Gott hat so, Philipp, gib mir deinen Groll. Du weißt, dass es dir gut tut, ihn loszulassen. Und irgendwann gebe ich dann auch nach. Und dann lasse ich damit zu, indem ich meinen Groll und meine Bitterkeit aufgebe, dass Gott mein Herz berührt und mich heilt. Das waren die vier Rechte, die Jona meinte zu haben. Es gibt allerdings noch mehr Rechte, die Menschen und vor allen Dingen jetzt auch, die wir Christen oft meinen zu haben. Zum Beispiel das Recht auf Dank und Anerkennung. Hast du dir schon mal überlegt, ich mache so viel in dieser Gemeinde und nie sagt mir jemand Danke? Dann ist das ein Zeichen dafür, dass du meinst, ein Recht auf Anerkennung zu haben. Wirklich? Woher kommt dieses Recht? Oder vielleicht meckerst du auch manchmal über die Predigt, oh, die Predigt hat mir schon wieder nichts gegeben. Ja, wer gibt dir das Recht auf eine gute Predigt? Vielleicht meckerst du auch über den Lobpreis, oh, der war zu laut und wir haben heute wieder ein englisches Lied gesungen oder oh, der war viel zu altbacken und die Gitarre war verstimmt. Wer gibt dir ein Recht darauf, Lobpreis machen zu dürfen nach deinem Musikgeschmack? Ist es nicht vielmehr so, dass Gott ein Recht darauf hat, von uns angebetet zu werden, als dass wir ein Recht darauf haben, Gott nur dann anzubeten, wenn uns die Musik gefällt? Oder vielleicht, ja, meckern wir darüber, dass uns nie jemand versteht, dass uns die Ältesten nicht zuhören, dass in der Gemeinde so viele Dinge anders laufen, als sie eigentlich laufen sollten. Verständnis, weise Älteste, gut laufende Gemeinden, gute Predigten, Lobpreis, Anerkennung, Dank, das sind alles Vorrechte. Aber wir haben diese Rechte nicht, weil sie uns nie jemand gegeben hat. Und weil wir diese Rechte gar nicht besitzen, müssen wir lernen, sie an Jesus abzugeben.
loszulassen. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, heute nicht euch irgendwie eine Liste mit himmlischen Rechten, die wir in Christus haben, zu geben. Ja, die letzten zwei Predigten gingen über die Ewigkeit und ich möchte euch nicht schon wieder mit der Ewigkeit vertrösten im Sinne von Philipp, ist doch nicht so schlimm, dass du kein Recht auf Groll hast. Dafür hast du ein Recht auf das himmlische Jerusalem. Ich kann mir vom himmlischen Jerusalem aber nichts kaufen, wenn ich hier unter meinem grolligen Strauch sitze. Und deswegen habe ich euch vielleicht viel praktikablere, ja, sechs durch und durch irdische Gründe mitgebracht, warum es gut ist, seine Rechte abzugeben. Erstens, fangen wir mit meinem Groll an. Wenn wir unser Recht auf negative Emotionen an Gott abgeben. Und damit meine ich nicht, dass wir nie sauer sein dürfen oder nie traurig sein dürfen oder nie verletzt sein dürfen. Ich rede davon, von der bewussten Entscheidung, uns an unseren negativen Emotionen festzuklammern, obwohl wir wissen, dass Gott uns eigentlich heilen möchte. Wenn wir dieses Recht auf unsere negativen Emotionen aufgeben, dann passiert nämlich genau das. Gott hat Platz, unser Herz zu berühren und uns zu heilen. Außerdem können wir nicht Beziehung bauen, solange wir noch zornig sind mit einer Person. Egal, ob es sich um Gott handelt, um unseren Ehepartner oder um Freunde. Zweitens, wenn wir meinen, ein Recht auf Segen zu haben, sei er jetzt materiell in Form von Besitz oder immateriell, dann nehmen wir ihn für selbstverständlich und wir werden weniger dankbar. Wenn für uns jeder Segen, den wir haben im Leben, ein Vorrecht ist, ein Privileg, dann werden wir Gott jeden Tag dafür danken. Aber wenn wir ihn für selbstverständlich nehmen, dann werden wir Gott einfach nicht dafür danken. Und schlimmer noch, wenn der Segen irgendwann fern bleibt, werden wir unzufrieden und zornig mit Gott. Ja, natürlich ist es schade, wenn so ein schöner Strauch eingeht. Aber haben wir deswegen ein Recht, zornig zu sein? Das ist auch kein Weltuntergang. Wenn wir unser Recht auf Besitz abgeben, werden wir dankbarer und weniger unzufrieden. Und da habe ich eine kurze Geschichte aus meinem eigenen Leben für euch mitgebracht. Neulich hat mich Jess geweckt, es war so 5 Uhr oder 5.30 Uhr oder sowas, also eigentlich noch Schlafenszeit für mich, weil Greta geweint hat und sie hatte sich schon ganz lange gestillt und sie ist trotzdem nicht eingeschlafen und war jetzt so fertig, dass sie jetzt schlafen wollte und deswegen hat sie mich gebeten, mich um Greta zu kümmern. Und als guter Ehemann, der ich sein möchte, bin ich natürlich aufgestanden, bin ins Kinderzimmer gegangen und habe mir Greta geschnappt. Dann habe ich aber gesehen, dass es hell war im Kinderzimmer, weil die Jalousien nicht unten war. Und in meinem Kopf beginnt ein Feuerwerk von Anschuldigungen gegen meine Frau. Ja, natürlich kann Greta nicht schlafen, die Jalousien ist ja oben. Wenn es so hell wäre, könnte ich auch nicht schlafen. Und nur weil du vergessen hast, die Jalousien runterzumachen, kann ich jetzt nicht weiter schlafen. Das Witzige ist, der Heilige Geist wusste ja, dass ich heute diese Predigt halten würde. Ich übrigens auch. Und dann hat er also zu mir gesagt, Philipp, wer gibt dir eigentlich das Recht darauf, auszuschlafen? Und ich so, stimmt, eigentlich habe ich gar kein Recht auszuschlafen. Und es war verrückt, wie von einem Moment auf den anderen waren all meine negativen Gefühle einfach weg. Und ich konnte meinen Tag fröhlich starten, statt irgendwie noch minutenlang irgendwie grollig zu sein. Und wenn wir lernen, Segen und Besitz als Privileg und nicht als Recht zu sehen, dann werden wir auch nicht zornig werden, wenn der Segen ausbleibt. Sei es Segen wie Besitz, sei es Segen wie Ausschlafen, Gesundheit, Familie, Beziehung, tolle Gemeinde oder Freundschaften und so weiter. Drittens, wenn wir uns an unseren vermeintlichen Rechten festhalten, verhindern wir, dass Gott uns zeigt, wie die Welt wirklich ist. Jona konnte nicht sehen, dass Gott ihn gerade zum effektivsten Evangelisten der Weltgeschichte gemacht hat. Alles, was Jona sehen konnte, war dieser dürre Strauch, weil er sein Recht nicht aufgegeben hat. Viertens,
Wenn wir auf unsere Rechte beharren, dann führt es dazu, dass wir sündigen. Sei es Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, weil er sein Recht auf Zorn nicht aufgeben wollte. Seien es die Pharisäer, ja, die ihr Recht auf Recht haben, nicht aufgeben wollen und deswegen Jesus nicht nachfolgen. Sei es ich selbst, der so oft das macht, was ich möchte und nicht das, was Gott möchte, weil ich mein Recht auf freie Zeiteinteilung nicht aufgeben möchte. Fünftens, wenn wir Rechte aufgeben, dann werden wir gesegnet. Die Person, die am allermeisten ein Recht auf Nachkommen hatte, war Abraham. Und dann wartet er 25 Jahre und kriegt seinen verheißenen Sohn. Und dann sagt Gott, so Abraham, den opferst du mir jetzt. Und Abraham gibt sein Recht auf Nachkommen an Gott ab. Und was erwächst daraus für einen Segen? Aufgrund dieser Glaubenstat Abrahams sind wir jetzt alle Kinder Abrahams. Und Abraham hat dadurch mehr Nachkommen bekommen, als er sich jemals hätte vorstellen können. Sechstens, wenn wir unsere Rechte aufgeben, vor allen Dingen das Recht auf Selbstverwirklichung, dann werden wir das beste Leben leben, das Gott uns auf dieser Erde schenken kann. Ja, so wie das Judith vorhin verdeutlicht hat. Ja, Gott möchte uns nicht den Lolli wegnehmen, sondern den Angelhaken aus der Zunge ziehen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss haben. Aber um dieses Leben bekommen zu können, müssen wir erstmal unser Leben mit all unseren Rechten aufgeben. So wie bei Jona, der sein Recht auf ja, ich möchte nach Ninive gehen, aufgegeben hat und dadurch zu dem geworden ist, den Gott aus ihm machen wollte. Einen mächtigen Evangelisten. Wisst ihr, warum wir unsere Rechte an Gott aufgeben können? Weil Gott all seine Rechte für uns aufgegeben hat. Jesus gab sein Recht auf Anbetung, sein Recht auf Herrlichkeit, sein Recht auf unendlichen himmlischen Reichtum, sein Recht auf Göttlichkeit, ja, sein Recht auf uneingeschränkte Gemeinschaft mit dem Vater, all diese Rechte hat er für uns geopfert, weil er uns liebt. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, wenn wir wirklich verstanden haben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dann wird es uns immer leichter fallen, auch unsere Rechte aus Liebe zu Jesus aufzugeben. Deshalb lasst uns hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der nicht nur mit seinem Leben die Grundlage unseres Glaubens gelegt hat, indem er seine Rechte für uns aufgegeben hat, sondern der auch unseren Glauben vollenden wird, indem er in uns ein Herz bewirkt, was all unsere Rechte an Gott abtreten möchte. Amen. Und wir haben jetzt noch eine kurze Reflexionszeit. Und ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken, an welchen Rechten ihr festhaltet. Und möchte euch ermutigen, sie Gott abzugeben. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einfach so unendlich gesegnet hast mit allen möglichen, mit Besitz, mit ewigem Leben, mit Freunden und Familie. Und du siehst jeden einzelnen Punkt, wo wir der Meinung sind, ein Recht auf diese Dinge zu haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt in der Reflexionszeit diese Dinge zeigst und dass dein Geist in uns bewirkt, dass wir sie dir geben können. Amen.